Schönen guten Morgen, wir haben Freitag, 8 Uhr und 18 Minuten. Heute gibt es noch mal ein bisschen was zu tun. Ich habe bis jetzt 3 Tickets im Gepäck, alles Störungen, und ich bin jetzt zur ersten Störung unterwegs, hier direkt in Tuttlingen. Da treffe ich mich mit einem Kollegen von der Deutschen Telekom, da müssen wir mal schauen, da gibt es eine Störung an einem Pop, ja, ihr könnt euch erinnern, Point of Presence, und ja, da bin ich jetzt unterwegs. Ja, wer jetzt denkt, ich bin im Botanischen Garten oder so, ne, weit gefehlt. Nee, ich bin an einem Technikstandort, da sieht es wirklich so aus. Alles zugewachsen, und hier ist jetzt gerade der Kollege von der Telekom drin und wechselt ein Netzelement. Und ja, wie gesagt, hier sieht es so aus, ähnlich wie vor kurzem in Singen, ne? Ihr könnt euch erinnern. So, mittlerweile bin ich hier fertig, und da oben hier alles zugewachsen ist, muss ich hier so relativ nahe an den Bahngleisen laufen. Hab schon mal einen auf den Sack bekommen vom Bundespolizisten. Aber jetzt hoffe ich, dass alles gut geht. So, mittlerweile sitze ich wieder im Auto und bin unterwegs zum nächsten Kunden. Ja, da gab es wohl irgendwelche Probleme hier auf Telekom-Seite. Der Kollege ist jetzt noch vor Ort und bastelt da noch rum. Ich hoffe, dass es hinbekommt. Und ich muss da auf jeden Fall später noch hin und den Standort wieder komplett abriegeln. Ja, jetzt bin ich unterwegs nach Oberndorf. Das sollte ich in 15 Minuten sein, was völlig utopisch ist. Aber ja, Kunde ist informiert, dass ich ein bisschen später komme. Und mittlerweile bin ich auf der A81, so Höhe Rottweil, weil Oberndorf liegt in dem Bereich. Oberndorf am Neckar, vielleicht bekannt durch die Waffenindustrie, die sich dort befindet. Ja, und wie man sieht, ist hier Kuschelparty auf der linken Spur angesagt, und man kommt kaum durch. Voll scheiße. Aber mich bringt heute nicht so schnell aus der Ruhe, denn ihr wisst ja, ich mache noch nebenher Mucke. Und mein neuester Track, United People, habe ich auch mal in die Timeline gestellt. Ist heute bis auf Platz 3 geklettert beim Spinning Records Talentpool. Das ist so eine Charts mit 1000 Titeln. Und ja, ich bin happy und hoffe, dass da nur noch richtig was geht. Ne? Mal schauen. Jetzt rechts abbiegen an Ausfahrt 33. Ja, genau. Ja, ich bin jetzt, fahre jetzt gerade runter hier an der Autobahnausfahrt Oberndorf und bin jetzt gleich beim Kunden. Ja, und beim nächsten Kunden handelt es sich um einen Privatkunden in Oberndorf. Der hat einen kompletten DSL-Ausfall, kann also nicht mehr surfen, nicht mehr telefonieren, also auf gut Deutsch. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Und ja, jetzt muss ich erstmal prüfen, kommt Signal an, ist die Hardware in Ordnung, bla bla bla. Und es muss auf jeden Fall schnell gehen, weil jetzt kommt's, ich muss bis 12 Uhr in Konstanz sein. Also ja, das wird sportlich. So, hier bin ich fertig. Das war übrigens ein Asylantenheim. Da sind ja locker 10 Leute um mich rumgestanden, als ich die neue Box eingerichtet habe. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Leitung in Ordnung ist. Ja, aber alles super nett und so. Aber war ein bisschen blöd zum Arbeiten. Kein Stuhl, kein Tisch, nix. Alles auf dem Boden hier irgendwie gemacht. Aber jetzt läuft der Anschluss soweit, und jetzt hoffen wir, dass hier Ruhe ist. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, und wie bereits erwähnt, muss ich ja bis 12 in Konstanz sein. Und das sieht jetzt ganz gut aus. Navi sagt 10.55 Uhr. Ja, ich bin sicher, auf der A81 kann man noch ein bisschen was rausholen. Und ich hoffe, dass es sich vor Konstanz nicht allzu sehr knubbelt. Ne? Meine, jetzt gibt es hier noch einen kleinen Stau oder C fließend bis jetzt. Ich hoffe, das geht schnell. Na super, da war doch nichts. Da haben sie jetzt aber gerade die Baustelle abgebaut. Ne? Jetzt geht's weiter. Ja, und schon wieder eine Baustelle bei Rottweil, und meine Ankunftszeit ist mittlerweile bei 11.59 Uhr, also ich muss noch echt Gas geben. So, ich glaube, ich hänge mich jetzt an die Rand, dann komme ich schnell durch. Ne? Ja, jetzt habe ich gerade das Polizeifahrzeug wieder entdeckt, und zwar hat die Polizei wohl zwei Porsche-Fahrer gestoppt. Keine Ahnung, ob die jetzt ein Rennen gefahren sind oder so, keine Ahnung. Ja, Ankunftszeit mittlerweile 12.01 Uhr, A81, ziemlich dicht Richtung Bodensee, kein Wunder bei dem Wetter. Und mein Auto sagt mir schon wieder, dass ich müde bin, obwohl ich Sonnenbrille anhabe, also das ist Schwachsinn. Oh Mann, ja, und unter leichter Nichtbeachtung der Höchstgeschwindigkeit habe ich jetzt mal wieder ein paar Minuten rausgeholt, um jetzt, ja, 5 Kilometer vor Konstanz noch in C fließenden Verkehr zum Landen, ne, geil. Ja, was für ein Elend hier, ja, ich stehe kurz vor Konstanz, hier geht's nur relativ langsam voran. Ne? Ja, beim nächsten Kunden in Konstanz, zu dem ich jetzt natürlich zu spät komme, ne? Ich konnte es leider nicht vermeiden. Ja, bei dem Kunden ist der meldet eine tote Leitung, also ISDN-Anschluss klassischer. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den wiederbeleben kann sozusagen. Ne? Brauche aber nur so 10 Minuten Kacke.
So, jetzt bin ich da um 12 Uhr und 3 und jetzt geht's los. So, beim Kunden war ich jetzt schnell fertig und zwar misst der Netzbetreiber die Leitung kurz offen. Das bedeutet, die ist kurz nach unserem Port ist die unterbrochen. Und jetzt kommt es drauf an, ist die Unterbrechung auf Telekom-Seite, da muss die Telekom raus oder liegt er auf unserer Seite. Und jetzt muss ich erstmal in ÜVT fahren und gucken, was Sache ist. Ade, schönes Sonnenlicht. Ich bin jetzt übrigens im HVT und gehe runter in den ÜVT. So, mittlerweile bin ich im ÜVT und habe auch schon meinen Port gefunden. Also, ganz einfach, diese Leitung hier führt zur Teil der Telekom. Also, die geht zur Telekom-Seite. Und wenn hier alles in Ordnung ist, und das ist es auch, ich habe jetzt mein NTBA rangehängt, ja, Speisespannung da, Schichten sind da, ich kann raus telefonieren, kann angerufen werden und jetzt geht es an die Kollegen von der Telekom und die dürfen das jetzt entstören. Jo, das war's. Ja, war also offensichtlich. Am Port war alles in Ordnung, eingehende, ausgehende Telefonate, alles schick. Was ist denn los? So. Und auf jeden Fall, jetzt ist Feierabend und wem es vielleicht aufgefallen ist, ich habe noch gar nichts gegessen heute und das hole ich jetzt nach. Ich wünsche schönes Wochenende, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche, bye.